So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben beim letzten Mal unseren Zugang zum Champions Cup gekriegt. Und das steht jetzt wohl für uns an. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin mussten. Musste ich hier runter? Nee, ich musste den Zug nehmen, genau. Ups. Der Zug vom Bahnhof aus. Der bringt uns zu unserem Ziel. Wo war in Claw City nochmal der Bahnhof? Nee, Moment, der war auf der anderen Seite. Bleib doch nicht an so einer Laterne hängen. Hey, stopp! Warte, Wolf! Ich habe Roy besiegt. Alles, was ich brauche, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und zack, geschafft! Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstruppe, Kleiner. Aber du hast dir meinen Drachenorden erkämpft. Daran lässt sich nichts rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champion Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Leon liefert. So machen wir das. Und natürlich, ich bin natürlich der Favorit. Und gleich dahinter folgt Wolf, mein direkter Rivale. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh Wolf, unser Zug ist da. Immer nur am Handy im Zug. Wenn ich mit einem Freund da bin, dann rede ich zumindest. Scott City, wir sind bald da. Ich will mir so viele Dinge ansehen. Da gibt es diesen riesigen Turm und die Monorail. Und natürlich das Score Stadion. Dort liefern wir uns den besten Kampf überhaupt, klar? Ganz Gala. Nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Und alles, woran ich denken kann, ist Monorail. 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 Verzeihung. Manchmal haben die Simpsons einen guten Einfluss auf mich. Da wären wir, Route 10. Wow, schau dir nur mal diese Wände aus Eis und Schnee an. Es wimmelt hier sicher nur so von Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champion Cup sein wollen, müssen wir ordentlich anklotzen und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team. Und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, stürz mich ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Immer erst nach links gehen. Was bist du? Du bist ein Pantimos, oder? Ja. Die Pantimos dieser Region sind... Okay. Also, sie sind... Ich weiß nicht, ob sie okay sind. Aber sie sehen interessant aus. So, wir machen jetzt einen etwas langsameren Kampf, während ich hier, hoffentlich ohne die Aufnahme zu beenden, kurz mal in die Kommentare gucke, weil ich hatte einen bekommen, der gerne einen Namen hätte. Und das muss ich schnell nachgucken. Am besten ohne das Pantimos zu killen. So, was nehmen wir denn für einen? Einfach einen Hyperball? Wird sich wahrscheinlich am meisten lohnen, ne? Also hier habe ich noch jemanden, der kommentiert hat.
dessen Kommentar ich irgendwie übersehen habe, weil das in den anderen Kommentaren untergegangen ist. Passiert hin und wieder, aber ganz selten. Güni. Güni soll's heißen. Okay. Ja, Verzeihung. Ich muss das manchmal nachgucken. Pantimos, leg dich nicht mit mir an. Ich habe leider auch keinen besseren Ball. Also. Ja, kaum sitze ich wieder in meinem Stuhl, funktioniert alles. Das Pantimos hat nur gewartet, dass ich wieder in meinem Stuhl sitze. So, Alex und Dorian, Level up. So, für Pantimos wurde ein Eintrag angelegt. Das Tanz-Pokémon Eispsycho. 1,4 Meter groß, 56,8 Kilogramm schwer, die Galaform. Dieser begabte Stepptänzer erzeugt am Boden mit kalter Luft eine Barriere aus Eis und richtet sie zu seinem Schutz mit den Füßen auf. Okay. Das ist so ein komisches Pantimos. Das heißt trotzdem Güni, auch wenn es weiblich ist. Ich finde es ja auch lustig, im Englischen heißen die ja Mr. Mime. Also so viel wie Mr. Pantomime. Und das ist ganz toll, weil die halt männlich und weiblich sein können. Das heißt, auch die weiblichen heißen Mr. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt und kann helfen. Ah, verstehe. Das heißt, wenn wir ihn besiegen, heilt er uns. Arzt Ingwer. Wer mag keinen Ingwer? Ich zum Beispiel. Ich bin wirklich kein Ingwer-Fan. Weder von dem da noch von normalem Ingwer. Ist tatsächlich, ja, wahr. Volltreffer ist wirklich gelobt, denn Andi, das hat toll gemacht. Au. Tämlicher Hagel. Ich habe auch gedacht, der wendet hier Eis-Pokémon an, deswegen habe ich Andi vorgepackt, aber gut. Andi kommt auch so klar. Alle Level up. Oder zumindest fast. Ah, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Ein starker Trainer wie du hat sicher schon viele verletzte Pokémon gesehen. Das muss hart sein. Ach, du heilst uns gar nicht. Oh Gott. Laufen hier eigentlich noch andere Pokémon im Gras rum? Da ist was. Habe ich dich nicht schon? Ich meine, den hätte ich schon. Ist ja langweilig. Na komm. Mach's fertig, gib ein paar Erfahrungspunkte. Wir sollen ja hart trainieren vor dem Champions Cup. Da ist Konstantin auch Level up. Das ist gut. Was sagt eigentlich der Pokédex hierzu, zu der Region? Was soll man hier gefangen haben? Flamme. Pion und Firnontor. Gut, denen sind wir bisher noch nicht begegnet. Die sind wahrscheinlich da vorne. Das ist aber cool hier so bergauf. Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders fürs Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Das ist, glaube ich, eine Frau, aber die hat eine sehr tiefe Stimme. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, sie hat lange Haare, aber ich habe auch lange Haare und... Ich bin auch keine Frau. Und ich habe auch eine verhältnismäßig tiefe Stimme. Gut gemacht, Andi. Jetzt fangen die bei mir an zu hämmern. Hör mal, wer da hämmert. Pampros. Das war Boden. Gut, Alex.
Oh, das war, ich wollte eigentlich Präzisionsschuss. Ich habe vergessen, auf welcher Position das war. Aber ist egal. Auch die Wassersäulen reichen dafür. Bei starken Gegnern reicht es nicht aus, sich nur strikt daran zu halten, was man bewältigen kann. Ja, mich konntest du nicht bewältigen. So, gibt's hier im Gras... Was bist du da hinten? Ein Petsneef! Dich habe ich, glaube ich, noch nicht. Andi? Wir müssen taktisch rangehen, sonst fackelst du das Petsneef tot. Ihr Licht. Wir schwächen es. Du verfehlst Petsneef? Ich weiß, wir sind stärker als es, aber der Hagel setzt dir trotzdem zu. Okay, versuchen wir es mit dem Sondersensor. Andi, gut gemacht. Nicht nur, weil du einen Volltreffer gelandet hast, sondern weil du einen Volltreffer gelandet hast, der es nicht tötet. Andi, warte auf Anweisung. Andi, wir fangen das jetzt und ich gucke nach, wie es heißt. So. Wo ist das Kommentar, das untergegangen ist? Hier sind zwei. Okay. Okay. Eisschollen-Pokémon vom Typ Eis. 0,5 Meter groß, 8,5 Kilogramm schwer und fühlt es sich wohl, erhöht es die Klebrigkeit seines Nasenschleims. Wer es verärgert, wird damit angeschmiert. Okay. Wie heißt du? Du heißt... Oh Gott. Ich versuche das dann auszusprechen. Double Louis. Geht doch eigentlich. Ja. Nee, W. Liu. Entschuldigung, mein Laptop steht ein Stück weit weg von mir. Und es ist nicht so groß geschrieben. So, jetzt muss ich gerade mal die Aufnahme gucken, wie viel Zeit haben wir. Ach. Während ich hier auf die Uhr gucke, wie lange der Part schon geht, greift uns hier Pantimos an. Egal, Andi darf trainieren. Andi? Es musste uns ja angreifen. Mir wäre halt wichtig, dass wir irgendwo ein Center oder sowas finden. Okay, ich nehme an, dieses Rex Blizzard steht einfach nur hier, damit man es fängt. Ich habe so ein bisschen Angst, es mit Feuerangriffen fertig zu machen. Andi, ich glaube, du überlebst nicht lange. Feuer tötet es halt. Instant. Weil es hat eine 4 von Schwäche gegen Feuer. Warum trifft eigentlich bei den Gegnern derzeit Blizzard immer? Blizzard hat nicht so eine hohe Volltrefferrate. Also Volltrefferrate. Überhaupt eine Trefferrate. Blizzard hat eine ganz niedrige. Naja, nicht ganz niedrig, aber eine niedrige. So haben wir... Naja, wir haben keinen... Wir können nicht top gesund machen, aber wir können... Wir können ein bisschen gesund machen. Ja, bei Holzhammer nimmt das selber Schaden. Das ist gut. Handy bringt mit Mühe das Eis selbst zum Schmelzen. Ja. Andi schmilzt immer das Eis. Der bricht das Eis, der schmilzt die Herzen. Der kann alles. Ach, jetzt zieht er auch noch Wurzeln. So lange wollte ich jetzt nicht hierbleiben, bis du Wurzeln schlägst. Ich wollte dich fangen. Um deinen Pokédex-Eintrag zu bekommen.
Okay, ich würde sagen, noch einmal und dann Ball. In der Hoffnung, dass Andi nicht drauf geht. Okay, er setzt bloß Verwurzler ein, das ist okay. Aber jetzt muss er halt auch im Ball bleiben, ne? Weil wenn er jetzt Holzhammer oder so einsetzt, sind wir weg. Okay, Rex Blizzard wurde gefangen. Ich würde aber sagen, Rex Blizzard kriegt keinen Namen. Weil wir haben davon ja schon die Vorentwicklung. Für Rex Blizzard wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das ist das Frostbaum-Pokémon Pflanze Eis. 2,2 Meter groß, 135,5 Kilogramm schwer. Und es schwingt seine großen Arme wie Hämmer und vertreibt damit Gruppen von Flampion, die es auf Schneebedeck abgesehen haben. So. Das ist einfach bloß, damit wir es haben. Ein weiterer Eintrag im Pokédex. Den schafft Andi, glaube ich, im jetzigen Zustand nicht mehr. Ach komm, Kai kann das. Kai kann alles. Beim Kämpfen bin ich noch angespannter als bei der Arbeit. Das ist aber nicht gut. Entspann dich mal, Junge. Und nicht immer das Handy raus. Warum springen eigentlich alle gerade? Liegt das am Eis oder Kai wartet auf Anweisungen oder sind die einfach bloß so gut drauf? Ja, ich würde sagen, Ableithieb reicht, das ist sehr effektiv, Stabattacke und es ist Kai. Tja, dumm gelaufen. Ja gut, Kai wird von Hagelkörnern getroffen, damit müssen wir jetzt leben. Lepumentas, Psycho. Psycho Boden? Auch, wie wir. Also wir sind Geistboden, er ist Psycho Boden, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, eine Dunkelklaue bitte. Bei Erdkräfte stehen wir doch durch. So, Konstantin, jetzt machen wir ihn fertig. Konstantin, du bist zu langsam. Ich versuche, meine Karriere als Angestellter und Pokémon-Trainer unter einen Hut zu bringen. Ja, ich kenne das. Ich versuche, YouTuber zu sein und gleichzeitig zu studieren. Klappt auch relativ gut, weil... Ja, Studium steht halt an erster Stelle, ne? Ahoi! Achso, du bist Postbote, Entschuldigung. Frag mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Ja, das frage ich mich auch, weil, sagen wir mal ehrlich, es werden nicht mehr so viele Briefe geschrieben. Also wenn, werden Päckchen geschickt. Deswegen finde ich auch, die Post sollte eigentlich mehr Paketdienst sein als Postboten in heutiger Zeit. Weil, ja, es ist halt nicht mehr so, ne? Ich sende auch keine Briefe. Ich meine, klar, wichtige Dokumente werden per Post gesendet, das verstehe ich auch, das ergibt auch Sinn. Aber ansonsten... Und selbst die schickt man ja eher als Einschreiben, oder? Ich meine, ich bin jetzt nicht wichtig genug, um wichtige Dokumente zu versenden, daher... Aber, ne? So,
Los, Bohrschnabel! So, Kai und Alex. Was? Regentanz? Nee. Nee, Alex soll keinen Regentanz lernen. Und Kai erst recht nicht. Als nächstes wird ein Noctu eingesetzt. Wir bleiben jetzt einfach dabei. Streiche Mais macht sie alle fertig. Und ich glaube, dann kochen wir noch ein leckeres Curry erstmal. Außerdem habe ich ein bisschen Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich frühstücke normal auch nicht. Aber es wird jetzt langsam Mittagszeit. Wir haben jetzt 12:30. Das heißt, eigentlich wird es Zeit für mein Mittagessen. Bald. Doch nicht. Aber das Problem ist, ich muss noch so viel schreiben. Ich habe mir vorgenommen, heute 1 bis 2 Seiten meiner Seminararbeit zu schreiben. Drückt mir die Daumen, dass es klappt, weil ich weiß immer nicht so recht, was ich schreiben soll. Ich habe mir jetzt was überlegt, was ich eventuell einbauen kann. Und da habe ich dann vor, vielleicht heute eine Seite zu schreiben, wenn ich es hinkriege. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn ich da heute eine Seite hinkriegen würde. 2 wären perfekt. Ich habe verloren. Weißt du, was ich an dich denke? Ich will niemals meine Arbeit als Postbote aufgeben. Das ist die richtige Einstellung. Man sollte niemals mit etwas aufhören, was man liebt. Deswegen möchte ich auch eigentlich mit YouTube nicht aufhören, weil für mich ist YouTube schön, auch wenn keine Sau meine Videos guckt. Ich mag's einfach. Und ich denke, das ist okay. Was möchtest du tun? Kochen. Ich habe keine Ahnung, was wir noch alles haben. Dosenbohnen, Luxusapfel, Uferkraut. Ja komm, wir machen mal jetzt ein saures Uferkraut-Curry. Was haltet ihr davon? Hier, saure Aromen von der Japa-Beere. Hier, die da, herb und bitter. Ah, kann man mal eine dazu packen. Äußerst sauren Geschmack der Aprikobeere. Mangobeere ist halt süß, ne? Oh, süß-sauer, ja. Ja. Scharfe Beere. Nee, scharf möchte ich nicht. Säureanteil sehr gesund. Trotz fehlendem Säureanteil ausgeglichenes Aroma. Süßer Geschmack? Nee, süß wollen wir gerade nicht. Pikante Aromen? Nee. Harte und extrem scharfe? Nee, scharf wollen wir nicht. Dann sehr herb und hingegen ein... Der grüne Teil hat ein... Ja, komm, schmeißen wir gleich 2 davon rein. Unterstreicht den Geschmack, okay. Packen wir mit rein. Ich hätte jetzt gern noch was... Süße und saure, perfekt. So. Das ist das Curry, was ich jetzt machen will. Schmeckt wahrscheinlich absolut ätzend. Aber egal, das kochen wir jetzt. Hat ja auch keiner behauptet, ich koche hier gutes Essen. Ich glaube, um wirklich gutes Essen zu machen, muss man sowieso mehr Leute dabei haben. Nee, ich will nicht, dass es überkocht. Ich will bloß... Dass die Temperatur passt, ausbreitet. Ja, perfekt. So. Herbes Kräuter. Ich habe doch ein saures Kräutercurry gemacht. Naja, ist in Ordnung. Es scheint zu schmecken.
Und sogar eine Patinaraya-Klasse. Das ist doch schön. Wir kriegen alle erstmal hier schön XP und streichen meist sogar Level ab. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, an der Stelle unterbrechen wir den Part. Ihr lasst mir das Kommentar da. Einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, mit hier, ne? Pokémon Schwert. Bis dann, euer Wolf.